Willkommen zurück in dieser dunklen Höhle, hier in der Zwingfeste zu Torval. Ich musste leider den letzten Kampf, den wir da bestritten haben, etwas abkürzen, weil ich spontan Besuch bekam. Ja, sowas gibt's auch. Let's Player haben in Real Life noch Freunde. Deswegen sind wir ein bisschen ledierter. Das war ein automatischer Kampf. Aber wie ihr seht, alle sind noch vertreten und wir haben ihn gewonnen, den Kampf. Ja, so muss das sein. Wir haben, glaube ich, auch etwas an, wie man hier sieht, an Wertsachen wieder dazu bekommen, was ja nicht verkehrt ist. So, Bier, auch wichtig. Und ich habe jetzt gemerkt, warum ich letztes Mal die ganzen Talente nicht sehen konnte, denn hier ist das Werttalent wieder. Ich war auf Anfängermodus und jetzt habe ich mal auf Fortgeschritten gemacht und somit können wir auch die ganzen Talente unserer Helden sehen. Und somit können wir auch sehen, Moment, wo ist, ne, warte mal, sie kriegen wir, glaube ich, ne, hat man ganz gut. War sie ja bei Pfeilchen, wo war nochmal Pfeilchen? Also Pfeilchen mit F, nicht mit V. Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ist es denn nicht in, Moment? Hier, Pfeilchen 2. Naja, so gut ist sie da auch nicht. Da ist Yusidoro mit 4 besser. Ah, okay. Also beim nächsten Mal wird Yesi, für uns die ganzen Sachen heraushandeln. Wie gesagt, Pfeilchen 4, da ist er wohl doch ganz gut. Ja, und deswegen können wir jetzt auch unsere ganzen Werte angucken. Ne? Das ist doch schon mal ganz hilfreich für uns Profis. Grundwerte und so weiter. Ich muss mir kurz die Nase putzen. Einen Moment, mich hat es ein bisschen erwischt mit Heuschnupfen. Ganz kurz. Ah, Entschuldigung. Also die Pollen fliegen wieder und sie haben mich teilweise wieder erwischt. Und deswegen klinge ich ein wenig verschnupft, aber sonst geht es mir gut. Macht euch keine Sorgen. So, wir sind ein bisschen lediert. Ich glaube, wir geben irgendeinem mal irgendwas. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oder wir machen das ganz anders. Wir machen hier mal kurz unser Lager. Können wir ein Lager machen? Ja. Jawohl. Und ich finde, wir sollten dann gucken, dass unsere Frontkämpfer heute auch wieder ein bisschen besser geheilt sind. Wir schlafen einmal. Wie viele Stunden wollen wir schlafen? Ach Gott, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Wir haben 11 Uhr morgens. Naja, ich sag mal, wir schlafen mal. Ach so, wir können nur 9, maximal. Dann machen wir 9. Also, nur gerade sagen, hier regeneriert nichts. Sigrima 4, hier sieht Rom 2. Burgolds Astralenergie steigt um 4. Oh, es ist wieder dunkel. Ich glaube, da müsste einer wieder eine Fackel opfern. Die habe ich natürlich vergessen auszumachen. Ist ja klar. Musste ja kommen. Also, Zunderkästchen her. Also anwählen, Rechtsklick, Gegenstand benutzen. Und siehe da! Es werde Licht. Okay, wo ist die Map? Okay, wir müssen hier noch rausforschen. Denn wir haben ja schon ein paar... Ups, wollte schon wieder WASD drücken. Naja. Wir haben ja schon ein paar Kämpfe bestritten, was ja auch gut ist. Wir wollen ja hier unten ein bisschen aufräumen, ne? Die Herren Krieger schaffen das ja irgendwie nicht. Und deswegen müssen wir mal gucken, was es noch hier gibt. Also, das Gebiet haben wir jetzt abgesteckt. Das heißt, wir können aus dem Raum wieder rausgehen und dann sollten wir nach unten weitergehen. Alles klar. Ich mache mir mal selber gerade so einen kleinen Plan, wie wir hier voranschreiten. Wollte ich jetzt nach unten gehen? Ich wollte nach unten gehen. Okay, hier ist ein Tor. Das lassen wir erstmal zu. Wer weiß, was dahinter sich befindet. Das heißt, wir gehen dann hier nochmal geradeaus weiter. In der Hoffnung, nicht auf böse Buben zu treffen. Okay, hier geht's auch mal lang. Die Tür steht auf. Es hat eine Bedeutung. Vor allen Dingen, dass wir sie nicht aufmachen müssen. Ha! Okay, jetzt gehen wir mal hier oben lang. Hier ist noch ein Raum. Ich versuche das ein bisschen systematisch abzugreifen, das Ganze hier. Und da ist wieder eine Tür. Hier geht's durch. Ist das dieselbe wie da hinten? Ah ja. Okay, das wäre die Tür. Das wäre unsere Tür gewesen. Yesi kann doch hier ganz gut Schlösser knacken, ne? Soll er doch mal sein Talent probieren. Wie war das noch gleich? Tür öffnen, genau. Aha. Welcher Held soll Magie anwenden? Keiner. Ach da.
Isidore schafft es nicht, das Schloss zu knacken. Leider misslungen. Oh, er hat 3 Versuche gebraucht. Das ist ja schon nicht gerade wenig. Okay. Gut, dann lasst uns erstmal hier... Ja, richtig. Lasst uns erstmal hier oben durchgehen. Ach, guckt mal hier. Dies muss die Speisekammer sein, dem Zeug nach zu urteilen, das hier so rumliegt. Oh, wow. Ups, hab mir gerade die Nase wieder sauber machen. Ihr hört's, der Rotz. Naja, was soll's. Wow. Okay, wir haben sehr viel, was wir mitnehmen können. Wie viel wollen wir mitnehmen? Ja, 50, ne? 50. Bier. Wir versuchen erstmal alles mitzunehmen. Vielleicht können wir oben irgendwas davon wieder verkaufen. Wobei, Bier und Wein, ja, sind allesamt voll, um Weinflaschen aufzunehmen zu können. Müsst ihr etwas wegwerfen? Wollt ihr das tun? Ja, wer soll etwas wegwerfen? Alisa? Achso, nee, das gefällt mir nicht. Nein, das wollen wir dann doch nicht tun. Dies muss ich besser kann man sein. Okay, wir haben Wein. Lassen wir den Schnaps mal weg. Was soll's denn, ne? Aber wir haben den Vorratsraum haben wir gefunden, der hier allerdings noch weitergeht. So. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes, aber ich glaube, wir haben den Raum gut erforscht. Jawohl. Okay, jetzt sind wir noch hier der Raum und der Raum. Also diese beiden Türen müssen wir noch gehen. Ich glaube, dann haben wir aber auch schon hier das ganze Territorium abgegrast. Von daher können wir dann gleich auch wieder in die Oberfläche gehen. Und ich denke auch nicht, dass wir, jetzt stehen wir daneben, dass wir groß noch irgendwas mitnehmen können. Obwohl, Isidore hat doch Platz, warum hat der das denn nicht bekommen gerade? Merkwürdig. Ich setze mal wieder unseren Krieger nach vorne. Ich weiß ja nicht, was uns hier unten noch erwartet. Wenn ich das aber so angucke, Isidore ist leer. Okay, Mazzini hat sich die ganzen, und Alisa hat sich die ganzen, natürlich als Schankmat, also als Schankwirtstochter hat sie sich natürlich auch die ganzen Bierkrüge geschnappt. Burgol ist voll von Wein. Ja klar, der sollte sich da ein, ne? Ist ja logisch. Aber ich sag mal, Isidore hätte noch was mitnehmen können. Finde ich ein bisschen schade, dass er das nicht so aufteilt. Und vor allen Dingen, dass man die nicht übereinander stacken kann. Ich bin das so ein bisschen aus dem anderen Let's Play gewohnt, dass man Dinge auch mal stacken kann. Egal, wir wollen weitergehen. So, hier ist noch ein Tor. Das lassen wir erstmal zu, ne? Wie gehabt. So. Boing, gegen die Wand gelaufen. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir hier mal durch diese Tür. Isidore, du darfst deines Amtes wieder walten. Wie war das doch gleich? Tür öffnen? Jawohl. Ist das jetzt gut, dass wir da durchkommen, oder ist das schlecht? Ein bisschen mulmig ist mir schon. Okay. Ein leerer Raum? Naja gut, muss ja nicht immer irgendwo was drin sein, ne? Also von daher, wir gehen jetzt hier links runter und dann, glaube ich, gehen wir nochmal links runter und durch diese Tür hier unten. Ich weiß zwar nicht, wie groß das Ganze hier sein soll, aber irgendwie macht es mir den Anschein, als wäre es gleich fertig. Da oben haben wir auch nichts mehr, glaube ich, ne? Wobei das hier, das Schwarze, das stört mich so ein bisschen. Fuck off war, oh mein Gott. Ah, guck mal, dieser Raum ist als Baderaum eingerichtet. Hier kann man... Ja, nee. Hier kann aufgefangenes Regenwasser erhitzt und in 2 großen Wannen geleitet werden. In der Decke erkennt ihr einen Donnerbalken. Ah, ja. Okay, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, liebe Freunde. Wer muss mal, der sollte bitte jetzt auf den Donnerbalken gehen, ne? Aber sonst ist noch irgendwas erkennen hier? Zu erkennen hier? Ich glaube... Ups, moin. Ich glaube, der Raum ist sonst... uninteressant. Jetzt habe ich jetzt zwar keinen Donnerbalken hier entdeckt, aber gut, wir haben ja gehört, hier steht ein Donnerbalken. Wir müssen auch mal gucken, nicht, dass wir irgendwo eine geheime Wand oder sowas nicht entdecken, obwohl sie vielleicht wichtig wäre. Gut, jetzt haben wir das ganze Territorium abgegrast und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben nicht so viel gefunden. Wir haben zwar ein bisschen aufgeräumt, 2 Räuberbanden haben wir da zur Strecke gebracht, aber so das Highlight haben wir irgendwie dann doch nicht gefunden. So, mal gucken, was noch hier ist. Wir laufen noch ein bisschen rum. Das war die Truhe. Das wird symbolisiert durch dieses Symbol. Okay. Diese Tür haben wir, glaube ich, auch auf. Nee, ich glaube, wir sind durch. Also wenn jetzt sich irgendwo noch irgendeine geheime Wand entdeckt, durch die wir gehen können. Da
Da ist nix. Müsste ja wenn hier sein. Das ist nämlich ganz gerne in DSA Aventurium, würde ich so sagen. Im DSA-Universum. Das. Achso, das ist der Fex-Schrein, alles klar. Nee, Schrein plündern wollen wir nicht. So gierig sind wir dann doch nicht, ne? Der könnte uns noch strafen, der liebe Gott. So, die Fackeln wird auch gleich wieder dunkel werden. Ja, ich glaube, wir treten mal die Heimreise an. Wobei ich sagen muss, Heimreise, ist schon eh befahren. Wir gehen erstmal nach draußen und gucken. Ja, da geht's auch nicht weiter, was uns erwartet. So, Torwall bei Nacht, ja wunderbar. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 0 Uhr. Meister Dramosch erwartet euch schon am Tor. Ihr seid bereit? Gut, dann lasst uns an die Arbeit gehen. Er führt euch in ehemaligen Eckturm, mehrere Treppen nach unten und schließlich zu einer massiven mit Eisenplatten beschlagenen Tür. Von jetzt ab seid ihr auf euch allein gestellt. Mögen die Zwölfe mit euch sein. Also ich muss sagen, scheinbar haben wir noch nicht alles gemacht. Und das ist merkwürdig, denn wir haben ja das ganze Gebiet haben wir erforscht. Gut, wenn ihr nicht alles täuscht, muss hier irgendwo ein Geheimgang sein. Ne? Moment, ich muss mal kurz mal die Nase etwas säubern. Und derzeit kann ich noch ein bisschen überlegen, denn, ja, wo soll hier noch irgendwas sein, was wir noch nicht entdeckt haben? Es nervt mich selber ein bisschen mit der Nase, aber ich habe gedacht, ich muss aufnehmen. Ich habe wieder Bock auf Schicksalsklinge. Ich hoffe, ihr akzeptiert das mal ein bisschen. Gut, also da hier noch ein bisschen schwarz herrscht, würde ich mal vorschlagen, wir gucken uns diese einzelnen Wände erstmal an, ob da nicht noch irgendwas ist. Aber ich glaube, wir müssten mal eine neue Fackel entzünden. Die ist schon, die Stimme ganz so knusper zu sein. Kann ich die dann neu anmachen? Eine Fackel kann nicht benutzt werden. Ja, ist ja logisch, ne? Sind wir jetzt an der entsprechenden Wand? Ach nee, Quatsch. Ach. Noch lange nicht. So. Da sollten wir jetzt sein. Okay, wir machen uns erstmal eine neue Fackel an, weil das ist ein bisschen dürftig. So, du kriegst auch einen Schnaps, mein Freund. Ach so, du bist aber hier auch ein kleiner. Hier, ich kann nicht viel tragen, oder? Naja, was soll's. Dann kriegst du noch eine Fackel. So, jetzt haben wir nämlich getauscht einmal. Und wir entzünden auf diese Menschen benutzen. So, und jetzt sollten wir eigentlich wieder klar sehen. Ah, traumhaft. Gleich, wenn wir draußen sind, bitte noch Fackeln kaufen. So. Jetzt gehen wir einfach mal an der Wand entlang und gucken, ob hier irgendwas ist, ob wir da irgendwie reinkommen. Weil so das Endgegner-Dingens, ne, also haben wir noch nicht wirklich entdeckt. Und hier ist es schwarz. Kann auch sein, dass ich mir jetzt voll auf die Nase lege. Aber vielleicht ist meine Vermutung richtig. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Habe immer mit Schatten über Riva angefangen. Und habe dann in Riva, glaube ich, ein paar Mal gespielt. Bin auch irgendwann immer eingebrochen. Nee. Das sieht schon merkwürdig aus. Mist. Also, da geht's scheinbar auch nicht rein. Aber das ist so schwarz. Hm. Okay, vielleicht laufen wir einfach hier nochmal ein bisschen unten lang. Ich habe wurstige Finger. Was ich auch noch gerne spiele, ist Lands of Lore 1. Kennt das auch noch einer? Lands of Lore 1. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Wir haben hier sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Knechten, die uns jetzt ans Leder wollen. Heide Witzka. Ich würde sagen, wir bewegen Idorian erst einmal in diese Richtung, damit er sich um diese beiden kümmert. Oder auch nicht. Okay, Alissa, du darfst schon mal angreifen. Ich glaube, du musst einen Gegenstand wegwerfen. Ja, dann schmeiß mal hier weg. Ja. Ich glaube, sonst ist er nämlich ein wenig beeinträchtigt. Ja, auch er muss etwas wegwerfen. Och, die leere Glasflasche, würde ich mal sagen. Ja. Das hätte ich natürlich alles vorher machen können, hätte ich es gewusst, natürlich. So, Angriff. Sigrima. Mach mal normal. Oh Mist. Ja,
Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe mich jetzt leider immer noch nicht beschäftigt mit den Zaubern. Radau könnte er wohl. So. Also Radokan oder so machen. Zauber leider misslungen. Schade. Oh Gott, nicht, dass das unser Ende ist hier. Herr Zynia, auch du musst deinen Gegenstand wegschmeißen. Es tut mir leid. Und Edoria kriegt die ganze Sippe ab. Oh my goodness. Dann noch mal aggressiv, mein Freund. Scheiße, Angriff abgewehrt. Nein. Angriff im Nahkampf. Oh mein Gott. Es sieht schlecht aus, Leute. Es sieht wirklich schlecht aus. Es sind relativ viele Gegner, deswegen muss ich mich leider erstmal dafür entschuldigen, vor meiner Angst. Aber das ist eigentlich auch verständlich, weil ja, keine Punkte mehr. Gegenstand muss weggeworfen werden. Ach Mensch. Wir verlieren endlos viele Runden. Dadurch, dass wir einfach irgendeine Kacke wegwerfen müssen. Okay, Sigrima, du darfst wenigstens angreifen, weil du ein kräftiger bist. Dann mach das mal. Bitte mit Erfolg. Och Mann. Ich glaube, wir müssen alle gleich mal flüchten gehen. Oh Mann. Mist, 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 Mist. Aber ich verstehe nicht, warum er jetzt nicht... er hat doch das alles vorher auch schon gehabt. Ja, dann... schmeiß mal Decke weg oder so. Wir sind im Sommer. Decke. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss jetzt die ganzen Sachen wegschmeißen. Oh mein Gott, du bewegst dich erstmal schön weg hier. Geh flüchten. Ist egal, ob es AP-Abzug gibt oder sonst was. Hau ab, mein Freund. Hau ab. Ja, ich habe, glaube ich, einen kleinen Fail hier gerade produziert. Ich habe zwar jetzt nur eine Kämpferin, mit der ich hier mal draufhauen kann. Die will auch nicht so richtig. Okay, also jeder ist irgendwie momentan am Bluten, wie auch immer. Ja, Gegenstand wegwerfen, super. Ach man, eben. Du haust ab. So, kannst du noch einmal bewegen. Zielfeld ist blockiert. Ganz einfach, aber der kann auch nicht zaubern. Gut, du drehst dich dann einmal um, du sicherst dich einmal. So, dann gehst du hier runter. Alter, ich will noch mal kämpfen hier. Nicht mal Sachen wegwerfen. Ja, dann schmeiß mal das Seil noch weg. Oh Mann, ey. Ich glaube, da ist ein kleiner Bug drin. Kann doch nicht sein, dass ich hier mit gewissen Leuten immer noch einen Zauber kann. Heilungszauber. Kann er nicht, okay. Kampfzauber. Radau minus 18. Das ist aber auch schlecht. Warum soll ich den dann anmerken? Dämonologie. Kann er nicht. Okay, was kann er denn noch? Elemente beschwören. Kann er auch nicht. Hätte ich mich doch nicht mit einem Scharlatan zusammengetan. Naja, was haben wir denn noch für Kampfzauber, die etwas besser wären? Fulminicus Donnerkeil. So. Och Gott, selbst der ist misslungen. Also Leute, es sieht schlecht aus. Ich glaube, wir werden hier ein paar Freunde verlieren. Ach, sie kann angreifen. Sehr gut, dann machen wir das doch mal. Also, immer Butz schön auf die 12 hier. Moment, einmal bewegen bitte. So, und dann noch angreifen. Und ich gehe das noch. Ach Mann, das ist doch Kacke. Dann bewegen wir sie. Dann bewegen wir sie, weit es geht. Mal hier hin. Hoffen, dass es geht. Damit sie zwei auf einmal angreifen könnte. So, Sigrima, gib alles. So, aber jetzt greifst du erstmal hier den an, der bei Burgol steht. Ja, immerhin getroffen. Das kommt ja auch in dieser Sequenz hier nicht so oft vor. Okay, du hast nur noch ganz wenig an Zauber. Kriegst du noch einen Fulminicus hin? Ich glaube, ja. Zu wenig Astralenergie. Das hättest du mir auch vorher sagen können. Naja, dann machen wir einmal einen Blitz, dich find. Ach, toll. Naja. Okay, aber Herr Zynia darf. Das macht sie jetzt auch. Zu nah.
dann nimm den hier. Viel zu nah. Schätzelein, nimm den hier. Okay. Nützt nichts, wir können nicht flüchten wie in Schatten über Riva, merke ich gerade. Wir müssen es leider auf die harte Tour machen. Okay, du musst noch einen Gegenstand wegwerfen, dann schmeißt du noch die Kletterhaken weg. Jawohl. Scheiße, wie viel hast du denn jetzt dabei? 99. Einfach alle. Alle, würde ich sagen. So. Treffer. Sehr schön. Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, wie viel musst du wegwerfen? Ja, wegwerfen. Nützt ja nichts. Wir müssen ja irgendwas machen. So. Zack. Angriff. Mach mal einen vorsichtigen Angriff. Okay, das scheint eher zu funktionieren. Angriff. Jawohl. Auch du machst einen vorsichtigen. Nur bei dir. Ah, Zwinja ist gestorben. Wir machen einen Computerkampf. Vielleicht mache ich das Ganze auch nochmal neu. Jojo. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Also, ich werde auf jeden Fall laden, weil ich keine Lust habe, dann mir neuen Helden zu erschaffen zu müssen. Mal gucken, was hier draus wird. Danach breche ich erstmal die Aufnahme ab. Ne? Also, keine Sorge. Ein simulierter Computerkampf. Das ist so ein bisschen wie Inception gerade. Das ist jetzt Level im Level im Level. Gleich wachen alle Quick-Fidel auf und sind wieder ganz, ganz fresh dabei. Aber erstmal wollen wir gucken, wie das hier funktioniert. Ja, also unsere Helden knicken ein hier. Das war auf jeden Fall viel zu viel. Ja, leider etwas unbedacht in die Höhle gegangen. Ja. Komm, hause alle weg. Ja. Alisa und Burgol, unsere schwächsten Kämpfer quasi. Also, Alisa nicht, eher noch stärker als Burgol, aber Burgol ist der Einzige, der steht. Oh, schafft das gegen so 6 Räuber? Werft mutig und gefasst von euch das Lebenslast und tretet in die Schatten, wo irdische Glanz verblasst. Ja, vielen Dank, alles klar, ich breche die Aufnahme erstmal ab und wir sehen uns gleich bei der neuen Aufnahme wieder. Dankeschön. Mist.